Hallo Leute, ich freue mich, dass ihr wieder zuschaut. Heute habe ich euch was von Lego mitgebracht, und zwar The Lego Movie 2. Teile bei Amazon zurzeit 15,80 €. Es soll es auch billiger geben bei Geizhals und weiß der Geier, wie die Dinger alle heißen. Da gebe ich aber nicht viel drauf, weil die wollen nur die Daten haben und schlagen einen tot mit Werbung. Das brauche ich nicht. Ich bekomme jeden Tag so viel Werbung im E-Mail. Da muss ich mir noch extra was holen. Ich habe da auch schon mal 2-3 Mal nach den Angeboten geguckt, die waren dann meistens vergriffen und dann wurde gleich ein neues Angebot gemacht für 5 € oder 6 € teurer. Das muss ich nicht machen. Es gibt Schnäppchen da, ist vollkommen richtig, aber ist nichts für mich. So, ja, dann wollen wir mal schauen, was da Feines drin ist. Ich schätze mal, da sind Bausteine drin. Und so wie das auf der Packung ist, jede Menge Figuren. Mal sehen, wo die Menge aufhört. Kinderdiebstahlsicherung. Sehr gut aufgemacht, passt leer. Dann wollen wir mal schauen. Ach, das stellen wir hier hinten hin. So, hier haben wir die Anleitung und 2 Tüten. Die machen wir mal besser gleich auf. Was wir hinter uns haben, haben wir hinter uns. Ja, da sind reichlich Figuren drin. Zuerst der Hinweis, wie man das Ganze aufs Tablet bekommt, die Bauanleitung. Dann würde ich gar keine mehr dabei legen. Aber ich möchte sowas. Ja. Ein sehr kleines Set. Schauen wir mal, was passiert. So. Mal sehen, dass wir im Schnelldurchlauf machen. Bis gleich. So, das Bauen ist fertig. Kommen wir zum Fazit. Hier haben wir wieder unsere Bricks for the Kids Werbung. So, die Bauanleitung, sehr einfach für jeden zu kapieren. Ich habe es auch kapiert. Hinten haben wir wieder die Einzelteile. Ja, was gibt es jetzt groß zu sagen? Es ist ein sehr schönes Set. Die Klemmkraft ist klasse. Und ich würde mal sagen, Steinequalität, Lego,
ist gut. Außer das Übliche, das jeder hat, ist das Ganze okay. Das sind hier die Teile, die übrig sind. Auch eine Felge für die Räder von dem kleinen Mars Rover. Es ist ein Roboter dabei, so ein kleiner. Ein Mars Rover. Und auch ein kleines Fluggerät. Ja, dann wollen wir mal die einzelnen Figuren vorstellen. Das ist ein Minensucher. Drei der Figuren haben die gleichen Köpfe. Einer hat einen unterschiedlichen Kopf. Wie ihr seht, drei verschiedene Farben. Was der mit der Lampe da macht, ist vielleicht ein Laser, Entfernungsmesser oder sonst irgendwas. Alle Figuren sind nur vorne bedruckt. So, gleich haben wir die Figuren hinter uns, dann kommen die kleinen Fluggeräte dran. So, der blaue hier, der hat ein anderes Gesicht. Das werde ich euch mal zeigen, indem ich ihm den Deckel wegnehme. Irgendeinem zeigt er die Zunge. Wahrscheinlich mir. Sehr schöne Figuren. Wie gesagt, sind die allgemeinen Space-Figuren, die die haben. So, dann haben wir hier den kleinen Roboter. Fokus ist mir heute gnädig. Dann den kleinen Rover. Auch eine sehr hübsche Idee. Ja, das waren die Teile alle. Was gibt es zum Preis zu sagen? 15,80 Euro. Vier Figuren. Ein reines Spielset. Das ist okay. Der Preis ist okay. Und wenn ihr es billiger bekommt, ich drücke euch die Daumen, dann ist das ein sehr, sehr schönes Set. Ich gebe hier eine 100%ige Kaufempfehlung. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Abonniert uns, wenn ihr das nicht schon habt. Und schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir würden uns sehr dafür freuen, wenn ihr da was reinschreiben würdet. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für heute. Baut auch sowas Schönes. Man sieht sich im nächsten Video. Tschüss.